Kevin kann uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Er ist Consultant in diesem Bereich, so Dinge, Normen, Funk, Elektrotechnik und Zertifizierung. Und ich hoffe mir mehr Klarheit darüber, über das, was noch unklar ist und was gerade im Fluss ist. Ich hoffe, ihr kriegt da auch eure Antworten. Ja, Applaus. Und ihr werdet alle eure Fragen noch loswerden können nachher. Take us away. Vielen, vielen Dank dir für die Einleitung. Ich kann mich dem nur anschließen. Also in der Früh hier zu sein nach dem gestrigen Abend, das ist stark. Und gerade wenn es um Normen geht, sehr heftig. Spoiler, es wird keine Klarheit geben. Im Gegenteil, ihr werdet es sehen nachher bei den Folien. Alles, was man denkt, ist kompliziert, kann man noch komplizierter machen. In dem Zusammenhang, kurze Frage, das ist jetzt wieder die Open-Source-Version von einem kommerziellen Talk. War letztes Jahr hier jemand dabei bei dem ETSI EN303645-Talk? Okay, einer. Du wirst am Ende einige Folien wiedererkennen, allerdings werden wir dann nicht dazukommen, die zu besprechen, weil sich in der Zwischenzeit so viel getan hat. Durchaus auch im Positiven, im Sinne von positiven Ansätzen. Wir werden ein bisschen durch die Folien durchreiten, dann am Schluss Question and Answer ein bisschen länger machen. Was steht auf der Agenda? Also, ja gut, klassisch, jeder Cybersecurity-Vortrag ist erstmal ein Bedrohungsszenario aufbauen, bla bla bla, alles ist schlimm und dann ist das die Lösung und hier mache ich da gute Preise und dann ist fertig. So machen wir es jetzt nicht ganz. Wir schauen ein bisschen die einzelnen Regelwerke der EU an. Was ist zu erwarten in den nächsten Monaten und Jahren, welche Bestrebungen gibt es, Cybersecurity zu erhöhen, welche Gremien greifen ineinander. Also wir schauen jetzt weniger das von der kommerziellen Seite an, was muss ich als Firma tun, sondern mehr so von der Entwicklerseite und uns als Entwickler ein bisschen von der Verständnisseite. Wie kommt man eigentlich dazu, zu dieser ganzen Entwicklung? Was sind so ein bisschen die Hintergründe? In dem Zusammenhang, kurze Frage mehr, wer hier im Saal entwickelt selber gerade ein Produkt für sich oder für seine Firma, das er irgendwann mal verkaufen mag? Das sind doch einige tatsächlich, weil das ist nämlich ein Thema, wo durchaus relevant ist, was die CE-Konformität betrifft dann. Ziele von dem heutigen ist jetzt, ja, eigentlich Hoffnung, muss man dazu sagen. Also es ist möglich, Sachen sicher zu machen und wir hoffen, dass sich möglichst viele dran halten und das ist auch die Message an euch, weil eure Vorgesetzten, die Chefs von der Firma, die wissen das nicht, die haben andere Zahlen im Kopf, aber dieses Security by Design, das ist etwas, das ist 80 Jahre lang nicht gelebt worden oder nicht mehr gelebt worden und wir wollen das ein bisschen so in die Firmen reinbringen. So, jetzt bin ich weg. Oh ja, ich habe eine Rückkopplung. Aber das hier ist eine echolose Kammer, also da dürfte es eigentlich kein Echo geben. Gell? Wobei, das hat auch so ein bisschen so was Trance-ähnliches. Gell? Also da, für in der Früh zum Aufwachen vielleicht ganz praktisch. Vielleicht die Erinnerung, dass ich zu schnell rede. Okay, kommen wir mal runter hier, ganz relaxed. Also, warte mal, Schmarrn. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, Lagebericht. Letztens ist er ausgefallen wegen Corona. Der neue kommt jetzt gleich ganz frisch raus. Wir haben schon ein paar Folien gesehen letztens. Also Gefahr durch IoT-Sicherheit besteht. Botnetze, alles drum und dran. Ist für uns jetzt, die wir hier sind, nichts Neues. Wenn jemand neu in der IoT ist, was ist IoT, Internet of Things? Geräte, die miteinander vernetzt sind und Daten erfassen, kommunizieren miteinander, Daten austauschen. Cyber Resilience Act, darauf kommen wir später, sagt einfach nur Produkte mit digitalen Elementen. Was sind Sicherheitsrisiken im Internet of Things? Weil wir konzentrieren uns heute auf Produkte, also Internet of Things, also alles, was Hardware hat. Software ist ein großer Bestandteil, kommen wir nachher noch dazu. Aber was sind so Sicherheitsrisiken? Jede Menge. Datenabfluss, Datenklau geht dann wieder in Datenschutzgrundverordnung rein, dass es da Verletzungen gibt, wenn persönliche Daten abhanden kämen. Es gibt unzählige Kamera-Hacks und Zugriffe dazu. Man kann aus fast jedem Gerät, wo man an die Konsole hinkommt, also für Kryptominer sind sie vielleicht ein bisschen zu schwach, aber Botnetze machen zum Fernsteuern. Man kann die als Brücke nehmen, ins andere Netzwerk reinzukommen. Dass das gemacht wird, ist auch
nicht unbekannt. Also es gibt ein paar sehr, sorry, ich muss sagen, coole Hacks, was das betrifft. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Bluetooth-Devices als Wanze verwendet oder eine Kreditkartenfirma zu hacken durch die Klimaanlage, das kann man alles mal googeln. Das sind sehr interessante Sachen. Insgesamt die Bedrohungslage, das ist jetzt eine alte Folie von, keine Ahnung, 21 oder so. Wenn man heiße Newsticker, heiße Security aufmacht und man scrollt runter, nach 3 Stunden scrollen, merkt man, ich bin in letzter Woche angelangt. Also es wird nicht weniger. Warum? Weil eben Sicherheitslücken vorhanden sind, weil Dinge schnell programmiert werden, traditionelle Strukturen in Firmen drin sind, die man nicht durchbrechen kann, Sachen schnell auf den Markt kommen müssen und praktisch einfach Schrott sind. Zwei coole Hacks, auch von der letzten Folie noch, aber dann war es das von der Vergangenheit. Also das muss man auch mal sagen, dass man nicht nur in eine Sache rein hacken kann, sondern dass auch einfach Sachen schlecht programmiert sein können, weil Zustände kommen, an die man nicht gedacht haben. Letztes Jahr gab es eine Mikrowelle, die hatte eine Identitätskrise. Die hat über Nacht eine Over-the-Air-Update bekommen und ließ sich am Morgen nicht mehr starten. Warum nicht? Weil dieselbe Firmware auch in einem Dampfkessel, also in einem Dampfbackofen, so ein Konfektomaten drin war und da irgendwo ein Temperaturfühler gefehlt hat. Und das war so geprickt, da konnte man daheim nichts mehr machen, also musste eingeschickt werden oder Servicetechniker kommen. Ist natürlich nervig für die Leute, die es betrifft und auch für die Firma. Ausschalten, einschalten geht, war jetzt in dem Fall nicht so der Fall. Ein anderes sehr interessanter Effekt ging um Radios. In Nordamerika war das. Da gibt es natürlich im Rundfunk die Möglichkeit, dass Sender ihre Logos mit übertragen können. Und ein Sender hat unschuldigerweise ein Logo übertragen, ich sage mal so Antenne Bayern.jpg ohne JPG. Und das hat die ganzen Mediensysteme der Radios geprickt. Man konnte das Radio und damit das Auto nicht mehr steuern. Also warm, kalt machen und so Zeug ging nicht mehr, mussten auch in die Werkstatt rein. Spoiler, all diese Sachen wären nicht passiert, hätte man zum Beispiel die ETSI-Norm 303645 angewendet. Nochmal eine Frage, die gleiche Frage habe ich letztes Jahr gestellt. Wer hat von der ETSI 303645 schon mal was gehört? Cool, fast niemand. Ey, da muss ich doch langsamer reden. Also, die Frage ist, erstmal, hier, wenn das einer fotografieren mag, ist eine alte Liste, 5-6 Jahre alt, aber ganz viele IoT-Hacks, also gibt es auf GitHub jede Menge Listen. Aber da kann man mal ein bisschen Gespür sehen, was für Geräte sind kaputt gegangen, beziehungsweise was war so ein bisschen der Hintergrund für die Unsicherheiten. So, die Frage ist jetzt, welche Bestrebungen gibt es von offizieller Seite, Cybersecurity zu fördern und zu standardisieren? Weil Standards sind zwar gern kompliziert, aber auch sinnvoll, weil dadurch kann man Sachen miteinander vergleichen, man hat einen Leitfaden, an dem man sich halten kann. Und jetzt fängt der komplizierte Teil an. Also, wir haben international unterschiedliche Normen und Standards aus der Tradition raus. Die sind nicht neu. Die sind zum Teil sehr, sehr alt. CC ist ein Standard, Common Criteria. Da geht es um Hochsicherheitsanwendungen in der Software. Interessant ist, relativ oft sehen wir bei den Standards und Normen 3 Kategorien von Anwendungen, so Standard oder Baseline, Critical und High Critical. Mehr oder weniger in unterschiedlicher Formulierung, aber das kann man uns merken. Also diese 3 Kategorien von Anwendungen, von Produkten, von was auch immer, wird uns immer begegnen. Dann gut, die IEC 62443 ist für Automatisierungstechnik, SCADA-Systeme sehr relativ umfangreich. NIST gibt es natürlich, da gibt es auch IoT-Empfehlungen. Die 27001er-Reihe Management-Systeme, ISMS und alles drum und dran kennen wir auch, so ähnlich wie BSI-Grundschutz. Und dann gibt es auch noch ein Cybersecurity Certification Programm in Nordamerika. Also es gibt international durchaus Bestrebungen, da Standards zu machen. Wie schaut es jetzt aus hier in Europa? Wir haben den Cybersecurity Act und der ist nicht zu verwechseln mit unten dran dem Cyber Resilience Act. Cybersecurity Act gibt es schon, ist mehr für Softwareanwendungen gewesen, weil alles, was IT ist, ist ja Software. Da kann man ja nicht drauf rumklopfen. Das sind ja irgendwelche Daten, die gehen. Also so war es in der Vergangenheit. Mittlerweile kommt man drauf, hey, Produkte haben mehr Software als sonst irgendwas. Cyber Resilience Act, den gibt es noch nicht. Der kommt in der Zukunft.
werden wir nachher noch ein bisschen besprechen. Funkanlagenrichtlinie, Radio Equipment Directive, die ist sehr interessant. Die betrifft alle Geräte, die eine Funkschnittstelle haben und aktiv funken. Also irgendein Gerät, wo hardwaremäßig Bluetooth, WLAN, aktives RFID, was auch immer, wenn es funkt, dann muss es, um in der Europäischen Union zugelassen oder verkauft werden zu können, ein CE haben. Und wenn es funkt, braucht es die Konformität zur Funkanlagenrichtlinie. Was größere Maschinen und Anlagen betrifft, gibt es die Maschinenverordnung in Zukunft, bis jetzt die Maschinenrichtlinie. Also da geht es jetzt halt um größere Sachen, Produktionsanlagen, Teilproduktionsanlagen, meinetwegen Kunststoff, Metall verarbeitendes Gewerbe, wenn ich da eine Drehbank habe oder eine Maschine, da ist ja auch viel Software drin. Das ist ein interessanter Punkt. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen der Unterschied zwischen rechtlich gesehen zwischen Richtlinie und Verordnung. Ja, wir wiederholen es nachher nochmal, dass man reinkommt. Also Richtlinie ist auf EU-weit eine Richtlinie, wo dann national in geltendes Recht umgewandelt werden muss. Also sprich, jedes Land kann machen, was es mag. Hauptsache, es hält sich an die Richtlinie. Eine Verordnung ist EU-weit eine Verordnung, an die sich die Länder direkt zu halten haben. Zack, so ist es. Und bei der Maschinenverordnung ist es relativ cool, weil da war jetzt zum Beispiel die Frage, was ist eine Veränderung von der Maschine? Ich baue in eine Ständerbohrmaschine Notaus rein. Habe ich dadurch die Maschine verändert oder nicht? Maschinenrichtlinie in Deutschland sagt, nee, ist nicht verändert. In einem anderen europäischen Land sagt, ja, ist verändert. Maschinenverordnung gibt da einheitliche Sachen vor. Das vom Politischen, vom Organisatorischen. Das andere, was interessant ist bei der Maschinenverordnung, es wird in Zukunft auch Software mit betrachtet, auch in Bezug auf Cybersecurity und in Bezug auf CE-Konformität. Das heißt, praktische Anwendung. Ich bin Hersteller von, bleiben wir bei Ständerbohrmaschinen mit einem Display, die ich mit der App steuern kann. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, ob jemand braucht, aber nur so als Vorstellung. Ich schweiße daheim die Ständerbohrmaschine zusammen und der Max Huber nebendran programmiert mir die Software. Max Huber muss für sein Softwaremodul, weil es eine extra Firma ist, CE-Konformität und Cybersecurity nachweisen, damit ich für meine Ständerbohrmaschine CE-Konformität geben kann. Also auch in den großen Maschinen wird sowas berücksichtigt. Gut, NIS 2. Steigerung Sicherheitsniveaus der Mitgliedstaaten, da geht es in erster Linie so in Richtung kritische Infrastrukturen zum Beispiel, das NIS ist auf europäischer Ebene. In Deutschland haben wir da einen relativ guten Start durch das IT-Sicherheitsgesetz 2. Ich weiß, es ist umstritten, aber so, dass man es mappen kann, damit werden viele der Anforderungen schon erfüllt. DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, hat eigentlich jetzt mal nicht direkt was mit Hardware zu tun, aber indirekt schon. Aus mehreren Gründen, weil es können personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und wenn die Hardware, die ich produziere, Schrott ist, gehackt wird, die Daten werden geleakt, ist das nicht nur ein Reputationsverlust für mich als Firma, sondern ich kann auch ordentlich Bußgeld zahlen. Ja, und dann haben wir meine Lieblingsnorm, die ECN 303645. Wenn ihr die noch nicht gehört habt und in dem Bereich tätig seid, merkt euch die, schreibt euch die auf. Also ich persönlich finde die cool, die ist... Wenn man Normen ein bisschen durchliest und ein bisschen in den Normen drin liest, dann hat man immer ein Graus davon. Aber die Norm, die kann man, ich habe gesagt, am Abend in der Badewanne lesen. Das sind 30 Seiten so und das ist wirklich easy, gut formuliert und es sind Baseline Requirements. Es sind wirklich die Basics, die grundsätzlichen Anforderungen, um sichere IoT herzustellen. Das geht jetzt nicht so in irgendeine post-quantum-kryptografische Tiefe hinein, da geht es wirklich nur um die Anforderungen. Aber auch da haben wir wieder das 80-20-Prinzip. Die meisten Fehler und die meisten Hacks entstehen durch das Missachten von den Basics. Also da geht es jetzt nicht um irgendwelche Glitching, Seitenkanal-Attacken oder so, das sind einfach nur, weil die Basics nicht eingehalten worden sind. Und dafür ist diese Norm wirklich gut. Und, kurze Anekdote, beim anderen Event mehr kommerzieller Natur, haben wir da auch die ECN-Norm vorgestellt und vorgeschwärmt und dann kam ein Vertreter von einer Firma zu uns und hat gesagt, oh, das ist schon interessant, aber das braucht man nicht, weil wir machen bloß Bluetooth-Schlösser. Ja, jetzt gibt es die Cybersecurity für Smart Locks, gibt es eine extra Norm dafür, weil es sehr wohl interessant ist.
Wenn man Normen hat und Standards, muss das auch zertifiziert werden. Auch dafür haben wir unterschiedliche Labels und Zertifizierungen. Common Criteria zum Beispiel, also wenn ich jetzt irgendwas in einem kritischen Softwareprodukt in einem kritischen Bereich einsetzen mag, öffentlicher Seite, dann könnte das CC zertifiziert werden. BSZ, beschleunigte Sicherheitszertifizierung, ist hier in Deutschland vom BSI. Ich persönlich sage gern CC Lite dazu. Jeder Profi, der würde mich dafür killen, aber ist trotzdem meine Meinung dazu. Das ist halt ein bisschen kompakter gemacht, um die Anforderungen schneller durchzubekommen, weil CC ist sehr, sehr umfangreich. In allen Fällen braucht man übrigens DAX-akkreditierte Prüfinstitute, die das auch wirklich zertifizieren. Das IT-Sicherheitskennzeichen war letztes Jahr viel in den Medien. Ist doch noch zu früh am Tag. Und das ist eigentlich ein cooler Gedanke, damit der Verbraucher sehen kann, wenn er jetzt halt irgendeine Smartwatch, einen Router, Smart TV oder was auch immer sieht, dass das einigermaßen cybersicher ist, haben die sich gedacht, sie machen IT-Sicherheitskennzeichen. Mittlerweile ist es relativ easy. In vielen Kategorien steht drin, damit du als Hersteller das Sicherheitskennzeichen erhalten kannst, musst du die ETSI 303645, da werden wir wieder, erfüllen. Und es wird dann nachgewiesen. Cyber Security Certificate ist ein eigenes Zertifikat vom TÜV. Also das ist jetzt halt von denen, was die halt unterschreiben, auch für Consumer IoT. Und dann gibt es die EUCC, das ist dann für den Cyber Security Act mehr so dieses Mapping von den CC-Scheme. Jetzt haben wir ganz viele unterschiedliche Normen und unterschiedliche Zertifizierungen. Wie kommt es dazu? Kennt ihr garantiert Stiftung Neue Verantwortung? Wer kennt's? Okay, cool. Ich probiere es live zu machen. Die Seite lohnt sich bitte zu merken. Das ist das Cyber-Wimmelbild der Verantwortung in der Cyber-Sicherheit. Wir können das gerne ein bisschen interaktiv machen. Ich probiere jetzt halt hier mal, das auf die Seite drüber zu bringen. So, also, das ist jetzt halt von der Seite Stiftung Neue Verantwortung. Ich will jetzt da nicht abseinen. Also für euch natürlich die Empfehlung, macht es. Staatliche Cybersicherheitsarchitektur, ich muss von unten nach oben gehen. Das sind die Kommunen. Betrifft aus dem Gesichtspunkt Deutschland, beinhaltet mittlerweile die EU. Wir haben hier auf Länderebene, wer ist zuständig für Cybersicherheit? Wir haben hier unsere ganzen Bundesländer. Hier in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel das Innenministerium. Zentrale Ansprechstelle Cybercrime, Landesbeauftragte für Datenschutz. Also diese ganzen offiziellen Organisationen gibt es in Baden-Württemberg. In Bayern ist sogar noch ein bisschen mehr. In Deutschland haben wir hier oben das, wo haben wir es? Genau, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die sind mit denen allen verbunden. In Bayern haben wir das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil Bayern macht alles anders. Wer 5 Bier wegtrinken kann, hat eine bayerische Verfassung, die muss geschützt werden und dafür haben wir einen bayerischen Verfassungsschutz. Also hier sehen wir, diese ganzen Behörden sind auf Länderebene zuständig, um Cybersicherheit dafür zu sorgen. Das hier ist auf Bundesebene, nur Deutschland. Da ist für uns interessant natürlich das BSI. Zertbund ist eng mit denen verbandelt. Wir haben natürlich das Bundesinnenministerium auch noch, die ganzen Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste, was das betrifft. Und was uns jetzt am meisten interessiert, ist auf EU-Ebene. Die ganzen Organisationen hängen natürlich mit den Organen in der EU zusammen. Und da haben wir zum Beispiel die ETSI, Europäisches Institut für Telekommunikation. Die machen die EN 303645, also die sind Cyber Security for Internet, for IoT, for Internet of Things. Also diese recht coole Namen. Dann haben wir SEN und SENELEC. Das ist Europäische Komitee für Normung. Die hängen eng mit Deutschland, mit dem DKE zusammen. Und im DKE ist zum Beispiel die VDE. Also jeder, der irgendwas mit Elektrik zu tun hat, kennt die VDE-Normen, muss die haben. Und
Das ist praktisch die deutsche Version von denen. Kostet natürlich Geld, Etsy kostet nichts, kostet kein Geld. Wir haben hier, was ist da noch interessant, die Enisa, die ist in Griechenland, also die Etsy und die sind in Frankreich, Enisa ist in Griechenland, da geht es mehr um die Cybersicherheit, Architektur, die Software und die prinzipiellen staatlichen Organe, was das betrifft. Und genau, ja, dann wieder die die Exekutivorgane. Und das ist dann halt international ein bisschen, das interessiert uns jetzt in dem Sinne weniger. Also das ist die staatliche Cybersecurity-Architektur in Deutschland und international. Und jetzt mag man meinen, es ist kompliziert. Und wo war ich jetzt? Hier war ich, genau da. Genau. Das war jetzt nur, falls wir kein Internet hätten. So. Ein Vertreter einer dieser Organisationen, den habe ich mal gefragt, wie er das sieht mit diesen ganzen unterschiedlichen Organisationen. Jeder macht seinen eigenen Standard, jeder probiert irgendwas zu standardisieren, was ja grundsätzlich gut und wichtig ist. Wie sieht er das? Antwort, it's a mess. Was uns jetzt am meisten interessiert, sind diese Organe auf EU-Ebene, ETSI, CEN und ENISA. Und eine Sache noch, die habe ich gestern erst mit reingenommen, weil ich beim VDE nach was anderem geschaut habe. Kennt jemand von euch den VDE? Kennt jemand von euch VDE-Normen? Wer findet, dass die super easy sind? Okay, Fangfrage. Aber wir kennen es, wir wissen, es ist notwendig. Punkt, wir kennen es. Aber eine Sache ist richtig cool. Original Screenshot von der VDE-Seite über konkret den Cyber Resilience Act, aber jetzt das Ganze, was wir die letzten Minuten gesehen haben. Ich zitiere: Bei einem Blick auf die hochkomplexen, verweisungslastigen und detailverliebten Vorschriften darf sich manch einer sicherlich nicht ganz unberechtigt fragen, ob Cybersecurity-Regulierung in Zukunft zum Selbstzweck werden soll. Ich finde den Satz genial, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und vor allem das vom VDE. Aber es zeigt auch auf der anderen Seite die Herausforderung, vor der wir alle stehen, alle, die wir hier sitzen. Wir haben viele Normen, wir wollen was sicher machen. Was können wir machen? Schauen wir uns mal die drei Normen jetzt konkret ein bisschen an auf EU-Seite. Wir werden ein bisschen hin und her springen, aber das sind die, wo für uns jetzt am relevantesten sind heute. Die ETSI-EN 303655 Cybersecurity for Consumer IoT, die Funkanlagenrichtlinie Radio Equipment Directive für alles, was funkt oder drahtloses Modul hat, und den Cyber Resilience Act. Die sagen einfach nur Produkte mit digitalen Komponenten. Also das kann Hardware sein, Software sein oder eine Hardware-Software-Kombination. ETSI gibt es schon. Funkanlagenrichtlinie alt gibt es schon lange. Da gibt es ein paar Punkte, die neu dazugekommen sind und bald in Kraft treten, das werden wir sehen. Und der Cyber Resilience Act, den gibt es gerade nur im Draft. Der kommt dann vielleicht so 2026, 2027. Die ETSI-Norm, Steckbrief. Man kann sie runterladen, frei, sie kostet nichts, man kann es durchlesen. Es ist wirklich 30 noch was Seiten mit den Anforderungen in 14 Untergruppen. Und Zielgruppe, Scope ist Consumer IoT. Also alles, was jetzt man selber kaufen kann. Ich sage jetzt mal beim Mediamarkt. Wobei das immer so ein strittiges Ding ist, weil auch beim DAX 40 Unternehmen der Fernseher im Konferenzraum ist im Endeffekt mehr oder weniger Consumer IoT. Also es ist anwendbar auf das und das ist die Hauptzielgruppe. Hersteller, Cybersicherheitsdienstleister, Hersteller auch im Sinne von Inverkehrbringer. Also wenn ich jetzt nichts herstelle, sondern etwas importiere aus einem anderen Land, nicht EU meinetwegen, bringe das in Verkehr, muss ich dafür sorgen, dass es cybersicher ist. Ziel, es schützt den Endverbraucher, Consumer. Die Norm, die hat ein paar Namensvettern, die ein bisschen ähnlich klingen. Also einmal die TS, Technical Specification, ja nicht Standard Specification. Und also
ist so eine Art Arbeitsdokument, wo gemacht wird, dann ein Dokument für die Prüfmethodik. Wie kann ich die Anforderungen in der Norm richtig umsetzen? Also so ein Schritt-für-Schritt-Dokument, wirklich mit viel Hirnschmalz gemacht. Umsetzungshinweise und Empfehlungen gibt es auch noch. Also die sind alle miteinander verbandelt und wachsen auch. Sogar der Screenshot hier, den man sieht, glaube ich, ja, der ist wesentlich veraltet, weil die Norm, die lebt. Also da wird dran gearbeitet. Was wir vorher schon gesagt haben, diese Norm zu beachten ist gut, wenn ich in Deutschland zum Beispiel das BSI-Sicherheitskennzeichen haben mag. Das BSI macht es so, das macht eine Dokumenten- und eine Plausibilitätsprüfung. Also ich muss als Hersteller eines Produktes nachweisen, dass ich die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik für diese Produktkategorie erfüllt habe. Die Anforderungen sind von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich. Bei vielen sagen die einfach, okay, wenn du die ETSI-Norm erfüllt hast und es plausibel ist, dann bekommst du von uns das IT-Sicherheitskennzeichen. Das ist auch mit einem Barcode versehen, kann ich dann auf meine Produkte draufkleben und der Verbraucher im Online-Handel, der scannt es dann und sieht dann gleich die Seite vom BSI, ja, ist 2022 im Juni zertifiziert worden und für 2 Jahre kriegt es Updates und ist offiziell sicher. Ob es dann wirklich sicher ist, ist eine andere Frage, aber es ist zumindest mal in der Hinsicht konform, dass die aktuellen Standards eingehalten worden sind. Anderes Thema, Funkanlagenrichtlinie. Die gibt es schon sehr lange. Betrifft alle Geräte, die irgendwie funken. Also alles, wo eine Antenne drin ist, wie wir schon gesagt haben, WLAN, Wi-Fi. Hätte ich jetzt einen Router, der nur eine Netzwerkbuchse hat, aber nicht funkt, würde der theoretisch nicht darüber fallen. Also müsste nicht cybersicher sein. Das Interessante ist, eigentlich kommt es aus der Zeit, oder besser gesagt, ist immer noch aktuell, aktueller denn je, dass Funkanlagen oder Produkte andere Geräte nicht stören und auch selber störunempfindlich sind in der Funktion. Also wäre natürlich blöd, wenn, keine Ahnung, ich irgendein Gerät habe, einen Herzschrittmacher und nebendran schalt einer einen Rührmix an und der Herzschrittmacher geht nicht. Also das sind solche Sachen, die sollen damit abgedeckt werden, wobei das ein schlechtes Beispiel ist. Medizingeräte ist ein komplett anderer Bereich. Also jetzt bitte nicht wörtlich nehmen. Das Interessante ist, es gibt im Artikel 3.3 drei Punkte, 3.3, drei Punkte, toll, sorry, ist es zu früh, die aufgenommen worden sind, aber jetzt durch eine Umsetzungsrichtlinie in Kraft getreten sind. Und die heißen im Wortlaut, dass die Geräte do not harm or misuse networks causing unacceptable reduction of service. Sie müssen protection of personal data and privacy und protection from fraud. Also basically diese Punkte sagen, Geräte, die konform sein sollen mit der Funkanlagenrichtlinie, müssen cybersicher sein. Jetzt ist die Frage, ab wann müssen die Geräte das sein? Es wurde Ende letzten Jahres in Kraft getreten, Übergangszeit. Diese Anforderung muss umgesetzt sein am 1. August nächsten Jahres. Also sprich, alle Produkte, die ich herstelle, die irgendwas drin haben, wo funkt, Daten überträgt, müssen, damit die ein CE-Zeichen bekommen, ab August nächsten Jahres cybersicher sein. Ist natürlich ein bisschen mehr tricky, weil wir wissen jetzt, okay, die Funkanlagenrichtlinie sagt Absatz 3 DEF, es muss so sein, aber wie macht man das? Was sind jetzt die genauen Anforderungen? Weil cybersicher ist ja so wie blauer Himmel, ein großer Begriff. Es gibt einen Draft, aber das ist nur ein Draft. Es gibt noch keine endgültige Spezifikation, die rechtlich angewendet werden muss. Die wird sehnsüchtig erwartet, hoffentlich Ende diesen Jahres. Und dann kann man nach dieser harmonisierten Norm wirklich zertifizieren, eins zu eins, ob man die Anforderungen der Radio Equipment Directive erfüllt und dementsprechend CE-konform ist. Das ist auch wieder ein bisschen eine Feinheit zwischen einer Norm und einer Richtlinie, weil hier reden wir jetzt halt von einer Richtlinie in Zukunft. Die ETSI-Norm ist nur eine Norm und gegen eine Norm kann ich zwar prüfen, aber nicht wirklich zertifizieren. Und hier kann ich wirklich zertifizieren mit Stempel, okay, ist erfüllt oder nicht. Der dritte Punkt, Cyber Resilience Act, war jetzt viel in den Medien. Was ist das? Erstmal eine saukoole Idee, weil man hat zu viele
unterschiedliche Normen und man mag trotzdem was sicher machen. Und deswegen sagt man, okay, die Norm gilt jetzt für Geräte, die funken, die Norm gilt für IoT für Consumer, die dritte Norm gilt für Software, die vierte für Maschinen. Also kann man das nicht irgendwie alles unter einen Hut bringen. Ja, Europäische Union hat gesagt, Cyber Resilience Act. Die wird die anderen Anforderungen integrieren. Das ist schon mal gut. Aber sie kommt nicht so schnell. Sie kommt, also sie ist auch im Entwurfsmodus, hat eine Übergangszeit. Also frühestens 2026, 2027 wird erwartet, dass die das können. Ja, gut, wen es interessiert, also Cyber Resilience Act ist jetzt, sollen wir darauf eingehen? Europäische Kommission gibt die Vorschläge, Rat und Parlament segnet es ab. Also jetzt im Augenblick, super, danke, ist es noch von der, ja, nee, gehen wir nicht aufs Detail ein. Also was von der Kommission kommt, wird von der Uschi unterschrieben und die anderen Sachen kommen dann von den einzelnen Gremien. Wer es interessiert, kann es nachlesen. Es ist eigentlich, wen es interessiert, total interessant, weil zum Beispiel die ETSI kümmert sich nicht um die Funkanlagenrichtlinie, obwohl es Telekommunikationsbehörde ist. Das macht wieder die ZEN und die ZENELEC. Da haben die keine Karten drin. Es ist kompliziert. Okay, wie auch immer. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Auch beim Cyber Resilience Act haben wir wieder diese drei Punkte. Standardanwendungen, kritische und hochkritische Anwendungen. Und wir haben mehr Anforderungen als bei der Radio Equipment Directive, zum Beispiel verpflichtende Updates für, ich glaube, 5 Jahre. Schwachstellenmanagement muss integriert sein, aktives Schwachstellenmanagement. Und was ich persönlich sehr cool finde, es orientiert sich an der DSGVO, was die Strafzahlungen betrifft. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, das sich nicht am Cyber Resilience Act hält und es entsteht dadurch ein Schaden, persönliche Daten fließen ab oder irgendwas anderes und ich habe es mit CE gestempelt, obwohl es nachweislich fahrlässig kein CE-Wert war, dann ist abhängig, also so wie es bei der Datenschutzgrundverordnung ist, entweder, ich habe es vergessen, 1% vom Jahresumsatz oder so und so viele Millionen, kann ich dann als Unternehmen Strafe zahlen und das ist, könnte durchaus wirksam werden. Das kommt erst in der Zukunft. Also, Vergangenheit, ETSI haben wir, Funkanlagenrichtlinie ist aktuell und Cyber Resilience Act in der Zukunft. Was interessant ist, alles, was wir hier in der EU verkaufen wollen, brauchen CE-Kennzeichen und wir als Hersteller müssen dafür sorgen und als Inverkehrbringer. Also das heißt, ich kann mich jetzt nicht auf eine andere Firma verlassen, die das irgendwo in einem anderen Land herstellt und dann sagen, okay, aber die haben das ja draufgeschrieben. Tipp, bitte verlasst euch auch nicht darauf. Also wir haben Geräte von sehr, sehr namhaften, nicht unbekannten globalen Herstellern in der Hand gehabt, um diese Fragen zu beantworten. Da kommen wir später noch drauf, auf so ein Beispiel anonymisiert. Es ist schlimm. Und ihr seid dann in der Verantwortung. Wenn ihr das in Verkehr bringt, könnt ihr nicht sagen, ja, aber das große Unternehmen hat das ja hergestellt und so. Nee, also der, wo es unter seinen Namen in der EU in Verkehr bringt, der ist dafür verantwortlich. Die ETSI-Norm zur Funkanlagenrichtlinie hat ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, also Funkanlagenrichtlinie hat ein bisschen höhere Anforderungen, also Denial of Service, Abwehr ist zum Beispiel da drin gefordert im Draft. Also wir reden jetzt alles vom Draft, nicht festnageln, das kann sich alles noch ändern bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, aber so wie es jetzt im Augenblick ausschaut. Schwachstellen der Hardware werden betrachtet, also für unsere Glitching-Freunde kann das durchaus interessant sein. Die Netzwerkdienste müssen beschrieben sein. ETSI sagt, es darf nichts nach außen offen sein und RID sagt, okay, ist wurscht, ob es offen ist oder nicht, aber du musst es auch beschreiben, was ist da. Dann, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind, ist ein Logging erforderlich, wer darf was und wer hat was wann gemacht. Kinderspielzeuge haben nochmal eine spezielle Aufsicht, weil also da geht es dann ein bisschen... Sie haben schon Hirnschmalz reingesteckt, also das auch in der Hinsicht ein bisschen sicher zu machen. Und 5G ist auch ein Thema, allerdings steht da noch, im letzten Draft stand da noch nicht allzu viel drin. Jetzt eine interessante Frage, Funkanlagenrichtlinie. Ab wann muss ich die einhalten? Also sagen wir mal, ich verkaufe ein Produkt. Und ich möchte dieses Produkt auch noch nächstes Jahr
im August verkaufen, dann muss ich die Funkanlagenrichtlinie heute schon einhalten. Weil dieses Produkt wird sich nicht durch irgendein Wunder nächstes Jahr auf einmal von selbst transformieren und konform sein. Und das ist ein Punkt, den viele Unternehmen in Deutschland noch gar nicht gerafft haben. Und das ist auch ein Punkt, den ihr gerne in die Unternehmen mit reinbringen könnt. Jungs, wir müssen was an der Sicherheit unserer Produkte machen. Security by Design, und wir brauchen das und das und wir brauchen was auch immer dafür, weil heute ist es wichtig, wenn ich das mit CE verkaufen mag, dann brauchst du es. Wenn es funkt, Einschränkung. Wenn es nicht funkt, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil dann greift irgendwann der Cyber Resilience Act. Genau, schauen wir uns noch ein bisschen die Etsy an, weil Funkanlagenrichtlinie ist eine Sache. Wie kann ich die erfüllen? Jetzt kommen ein paar Folien von letztem Jahr, weil die Etsy-Norm, die ist richtig cool, was das betrifft, sehr einfach zu erfüllen. Und im Prinzip, wenn ich mich an der Etsy-Norm orientiere, auch wenn der Ready Equipment Directive Draft jetzt noch nicht endgültig ist, habe ich schon die meisten Anforderungen erschlagen. Also das kann man mit gutem Gewissen sagen, man kann sich jetzt nicht ausreden, ich muss auf den Draft warten, man kann jetzt schon mit der ETSI 303645 anfangen. Das ist richtig coole Norm, Anwendungsbereich, alle smarte IoT für Consumer, auch Spielzeuge, Fernseher, alles mögliche nicht dazu gehören, Medizingeräte, oder Industriegeräte oder Geräte, für die schon andere Normen gelten. Hier geht es jetzt hauptsächlich um Hardware. Wie schaut die aus? Es sind 30 Seiten Text, relativ wenig Bilder, allerdings schön untergliedert in Paragraphen mit einzelnen Anforderungen. Und da gibt es diese ganzen Requirements. Kann man jetzt halt nicht hier so sehen, ja doch, aber Minimize Exposed Attack Surfaces. Also sind da schon in der Norm praktische Anwendungen drin, wie man es sicher machen kann. IoT-Device, Constraint-Device ist interessant, also es betrifft hauptsächlich die IoT-Devices, nicht die Constraint-Devices, das sind die intelligente Geräte, die allerdings intelligent, aber zu dumm sind. Also ich sage jetzt mal, ich habe eine smarte Wetterstation, die mit Bluetooth und WLAN angebunden ist ins Netzwerk und einen Temperatursensor, der draußen ist und mir die Daten reinfunkt. Temperatursensor gehört dazu, aber ist kein IoT, ist ein Constraint-Device. Also das ist dann nicht unbedingt im Scope. Und was wichtig ist, die Provisions. Und da haben wir unterschiedliche Provisions M, R und C. M ist mandatory, also muss sein, egal wie. R ist recommended und C conditional. Also zum Beispiel conditional Passwortschutz. Also wenn ich kein Interface habe, um irgendwas mich einzuloggen, brauche ich auch kein Passwort dafür. Ansonsten, also MC heißt dann mandatory, conditional, wie auch immer. Best Practice Cryptography, da ist auch die Norm schlau, die definiert manche Sachen nicht genau. Wer es genau wissen mag, kann auf den Verweis vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik gehen. Die sagen für Stand heute, was ist damit gemeint, beziehungsweise wie kann ich diese Anforderung erfüllen für Best Practice Cryptography. Also die Jungs und Mädels vom BSI, die sind da auch sehr, sehr fit drin, was das betrifft und geben da sehr viel Hilfestellung für Hersteller. Eine Handvoll Provisions, zum Beispiel, ja, hier das Beispiel, keine Standardpasswörter, MC, Mandatory Conditional, also nur wenn ich Passwörter habe, darf ich keine Passwörter, Standardpasswörter hernehmen. Meldungen über Sicherheitslücken muss ich einen Workflow drin haben. Also wenn mir ein Kunde schreibt, hey, das und das passiert, wenn man mit deinem Gerät das und das macht, muss ich nachweisen können, an wen muss die Meldung gehen, wie wird die Meldung bearbeitet, kann ich innerhalb von 8 Wochen drauf reagieren und so weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Und ein wunderbares Kapitel zum Nachlesen ist die Provision 5.3 über Software-Updates. Wer sich für IoT-Hardware interessiert und wissen mag, wie macht man sichere Software-Updates, hier kriegt man es gratis und ja, man müsste sich nur dran halten. Genau, Systemresilienz und Stromausfall ist natürlich auch klar, wenn ich jetzt ein Update mache, darf es nicht crashen, und wenn es Stromausfall ist und danach blinken bei mir im Haus alle smarten Lichter, ist natürlich auch nicht so gewünscht. Das war auch von letztem Jahr. My dishwasher won't start until I let it update by firmware over the Wi-Fi. Das ist genau das, was nicht passieren soll durch diese Norm. Genau, das ist die Updates Provision. Kann man sich dann mal in Ruhe angucken.
Was noch interessant ist, wie prüfen wir nach ETSI-Konformität? Also es ist eine echte Prüfung, das ist nicht so, man legt ein ausgedrucktes Dokument hin und sagt, man ist sicher, sondern man macht erst Ausfüllen von der Prüfvorlage. Da gibt es ein Draft beim BSI. Es gibt auch schönere. Wer Interesse hat, einfach sich melden. Dann gibt es ein Abweichungs-, also erstmal ein Check, ob das Sinn macht, dann ein Abweichungsbericht zur Norm vom Prüfer. Dann werden entsprechend offene Punkte oder unklare Punkte geklärt. Und dann wird von den Mandatory Provisions zum Beispiel 30% rausgesucht. Und die werden dann wirklich geprüft. In Corona-Zeit konnte man das remote machen. Da ist dann gesagt worden, okay, gib mir mal das Codeschnipsel von der TLS-Verschlüsselung. Und wenn dann Accept All oder sowas drinsteht, sagt man, nee, liest das nochmal durch und mach's besser. Und so geht dann eins nach dem anderen durch. Und am Schluss, wenn dann wirklich nachgewiesen ist und dokumentiert ist, das Gerät ist sicher, dann läuft es so. So, Abweichungsbericht, das ist eigentlich dieses Hin und Her, wie das in der Praxis ausschaut. Punkt ist offen. Man fragt den Prüfer, wie ist das gemeint? Ist das wirklich so bei euch? Antwort vom Kunden geht dann hin und her. Genau. Und ja, was können wir machen? Früh anfangen. Also, ihr seid hier, weil ihr euch für Sicherheit interessiert. Deswegen sind wir alle hier. Also da muss man sich definitiv keine Sorgen machen. Ich weiß, ihr habt in den Unternehmen, wo ihr vielleicht arbeitet, große Herausforderungen, genau dieses Awareness reinzubringen. Bitte nicht aufgeben, man kommt nicht drum rum. Je früher man anfängt und dann sich an diese Norm orientiert, und Werbeblock Ende, also Werbeblock Anfang, ich bin Fan von dieser Norm, Werbeblock Ende, desto einfacher hat man später. Eins, was immer wieder vorkommen wird, ist die Software Bill of Materials, gerade durch Log4j ganz, ganz wichtig geworden. Also wirklich gucken, wo kommen die einzelnen Softwarebestandteile her? Gibt es mittlerweile coole Open-Source-Programme, die einem da viel Arbeit abnehmen? Gescheit dokumentieren, weil wir werden es nie schaffen, etwas 100% sicher machen zu können. Aber wir wollen es so machen, dass man zumindest dann schnell darauf reagieren kann und weiß, wo kommen die Gefahren her. Genau, ja. Noch ein paar weitere Tipps, ja genau, also schnell darauf reagieren und so weiter. Aber das steht alles in der Norm drin, muss man jetzt halt nicht betreutes Vorlesen machen. Also Sicherheit ist wichtig. Was ist jetzt das Fazit von diesem Talk Security by Design? Bitte, bitte macht es, gebt nicht auf. Früh anfangen, gut dokumentieren. Und cool, dass ihr hier seid und euch am Freitagmorgen für dieses Thema interessiert hat. Lasst uns die Welt irgendwie sicherer machen. Vielen Dank für alles und bleibt tapfer. Mir raucht der Kopf. Ich glaube, ich habe eine riesengroße Liste an Dingen zu tun. Oh, das bedeutet aber auf der anderen Seite auch wiederum, dass Consultants und Freiberufler und solche Sachen da also den einen oder anderen Auftrag irgendwie vielleicht auch noch abwischen können. Habt ihr Fragen? Ja, danke für den schönen Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Ich hoffe, ich kann die loswerden. Eine kurze: Wenn du eine ETSI-Prüfung machst, angenommen, du hast irgendwie, weiß ich, ein Windrad oder sowas, wo ein IoT-Gerät drin ist, was veranschlagst du an Kosten? Was muss ich dafür zahlen? Wie lange dauert das? Also zwei Sachen. Ich muss dazu sagen, ich selber, also persönlich ich als Kevin, mache keine Zertifizierungen. Wir machen Consulting als Fahrschule bis zur Zertifizierung. Die Zertifizierung machen anerkannte Organe in Deutschland. Also das heißt, wir bringen die Unternehmen dahin, dass die Zertifizierung beim ersten Mal bestehen. Und die Zertifizierer, die rechnen meistens nach Tagessätzen ab. Also es ist, je nachdem, wie viel Aufwand es ist, ja, 4- bis 5-stellig. Ich hatte gesehen, dass dort auch in der ETSI drin stand, dass Sicherheitslücken gemeldet werden müssen und nach 90 Tagen auch eine Art Veröffentlichung gibt. Ist dann eine CVE-Pflicht hinter? Also kriegen die dann auch eine richtige CVE-Nummer, sodass andere Leute das auch einsehen können? Oder bleibt das dann wieder nur bei dem Herstellenden und im Endeffekt sieht das dann keiner? Das ist ein guter Punkt. Die CVEs, das kommt natürlich auf die Schwere der Lücke drauf an. Als Hersteller von ETSI-Konformität müssen wir nachweisen, dass wir darauf reagiert haben und die Lücke
geschlossen haben. Wenn viele davon betroffen sind und zum Beispiel zu Datenfluss gekommen ist, trifft DSGVO natürlich in Kraft, also muss ich es publik machen, die entsprechenden behördlichen Organe auch informieren. Kann sein, dass dann eine CVE rauskommt, kann aber auch sein, dass das dann intern geklärt wird. Ja, das ist jetzt meine zweite Frage. du hast Security by Design erwähnt. Großer Begriff. Was ist dein Lieblingsansatz dazu? Kannst du eine Quelle uns nennen? Ich vermute, die Antwort wird Etsy sein. Sehr cool. Deine Frage ist absolut berechtigt. Warum ist die so berechtigt? Weil es bis jetzt nicht gelebt wurde. Weil viele Unternehmen wunderbar funktionieren am Wirtschaftsstandort Deutschland, weil sie schon 100 Jahre so gemacht haben. Und es war nicht wirklich eine Frage, gerade im Bereich IT. Und deswegen sind wir jetzt hier. Das Schwierigste wird sein, damit anzufangen und ein Umdenken reinzubekommen. Ich meine, selbst in großen Firmen, die namhaft sind und Riesenprodukte herstellen für die IT, kann man sich für das Produkt vielleicht, wenn es drei sind, sind es viel. Meistens sind es ein oder zwei Leute. Und da ist es die Herausforderung, dieses Umdenken reinzubekommen, alte Strukturen aufzubrechen. Und ich meine, wenn ich eine gewachsene Software habe von 30 Jahren, die kann ich nicht einfach umstellen. Also die Herausforderung ist auch hier 80-20, 80% politisch, 20% technisch. Wenn ich die Möglichkeit habe, da, wie sagt man so schön, agil mit reinzukommen, dann ist natürlich die Norm Etsy ein super Anhaltspunkt, weil wenn ich mich an die halte, weil die gibt ja nicht genau vor, du musst A oder B schreiben, sondern du musst es nur so machen. Wenn ich mich an dir halte, habe ich eigentlich schon die meisten in der Praxis realistisch erwartbaren Sachen erschlagen. Also ja, Security by Design. Ich persönlich finde, auch wenn man jetzt ein neues Produkt macht, wenn man sich an die Norm, an die Grundsätze hält, muss man sich wesentlich weniger Sorgen machen. Du schreibst oben, die Cybersecurity ist CE-relevant. Das heißt, ich würde eigentlich auch erwarten, dass die Norm in den CE-Konformitätserklärungen der Hersteller auftaucht. Jetzt bauen wir selber Geräte und ich schaue immer mal bei Sachen, die ich kaufe, rein, was für Normen die geprüft haben. Und die ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist jetzt so frisch, dass das gerade erst kommt oder wird es einfach nur selten gemacht bisher? Gut, dass du das fragst. Die wird so auch nicht reinkommen. Die ETSI-Norm wird nicht reinkommen, weil die ETSI-Norm an sich unmittelbar nicht CE-relevant ist. Es wird CE-relevant durch die RED, durch die Funkanlagenrichtlinie. Weil die Funkanlagerichtlinie diese drei Punkte drin hat und für die wird es eine extra Umsetzungsrichtlinie geben, die es im Augenblick nur in einem Entwurf gibt. Und wenn du ein Produkt kaufst, muss dann, wenn es funkt, drinstehen RED und dann das Datum, damit es CE-konform ist. Und dann wissen wir, es ist cybersicher. Wenn Stand heute dein Produkt aber keine Antenne hat, fällt es nicht unter die Funkanlagenrichtlinie. Also so gesehen muss dein Produkt nicht cybersicher sein, um CE-konform zu sein. Heute. In 3 Jahren, Cyber Resilience Act, da erwarten wir dann wieder eine Spalte in der CE-Konformitätserklärung. Aber es ist richtig, die ETSI-Norm wird normalerweise so nicht in CE-Konformitätserklärung auftauchen, weil es keine Richtlinie ist eben, es ist eine Norm. Läuft es? Ich habe nämlich tatsächlich auch noch eine Frage. Du hast nämlich gesagt, es geht um Consumer IoT. Was ist mit nicht Consumer IoT? Was weiß ich, irgendein Sensor für die Industrie, der irgendwo in der Gegend rumhängt, Daten einsammelt über beliebige Funkschnittstelle, dann halt eben an eine Leitzentrale weitergeht und man das halt eben wirklich nicht beim Mediamarkt kaufen kann, sondern es ist sehr spezifischer Markt für ganz spezifische Industrie. Stand heute greift da die ETSI-Norm nicht. Da wäre die IEC 62443 für Industrial Automation Systems. Die würde Stand heute schon greifen. In Zukunft wird gedacht, auch andere Produkte, also nicht Consumergeräte, sondern alle Produkte mit digitalen Elementen, in die Cyber Resilience Act mit, also die Anforderungen damit aufzunehmen. Danke. Da steht ja zum Beispiel, dass man halt eine S-Bomb haben soll. Mhm. Ist das denn wie mit der neuen Regulierung in Amerika, dass diese S-Bomb auch an die Leute ausgeliefert werden müssen, die das dann kaufen? Das weiß ich nicht. Aber gute Frage.
Muss man aufschreiben. Wie überzeuge ich Unternehmen von der ökonomischen Perspektive aus, dass man Security by Design betreibt? Wenn du dafür eine Antwort hast, bitte sag sie oder halt einen Talk darüber. Es ist eine Herausforderung. Und tatsächlich, 80% der Zeit, wie jeder, der hier im Bereich Security arbeitet, verbringen wir damit, uns den Mund fusselig zu reden, warum Sicherheit wichtig ist. Das ist bei IoT nichts anders. Ich glaube, das kann ich beantworten, weil ich bin auf der anderen Seite, ich prüfe solche Geräte und wir gucken uns diese Norm an und sagen dann, sorry, aber warum erfüllt ihr das denn nicht? Wir würden das Gerät gerne einsetzen, aber so wie das gerade hier vor uns liegt, können wir das einfach nicht einsetzen. Ja. Und damit verlieren sie dann den Auftrag. Also da ist schon Geld wert hinter. Ich hoffe, dass es wirklich auch in Zukunft so kommt. Ich weiß von einem großen deutschen Unternehmen, die haben extra gesagt, nee, sie machen jetzt nicht BSI-Sicherheitskennzeichen, weil sie haben so einen großen Namen, sie müssen das nicht zertifizieren. Kein Witz jetzt, aber okay. Da hinten war noch eine. Gibt es auf, in der CE dann irgendwo auch noch so das Feld so für Arroganz? Sehr cool. Das ist jetzt keine Frage, sondern eher eine Antwort bezüglich deiner Frage zum Thema S-Bomb. Okay. In Amerika ist es für die staatlichen Behörden vorgeschrieben, dass sie es einfordern. Für die Privatunternehmen ist es, denke ich mal, erstmal ein normales Vertragsrecht, Einkaufsbedingungen, setzt aber voraus, dass du als Kunde auch in der Lage bist, die zu verarbeiten. Also wie viele Kunden machen sich jetzt schon die Mühe oder die Gedanken dazu, von ihren Dienstleistern schon anzukündigen, das will ich zukünftig von dir haben, in dem Format, damit ich meine Risiken konsolidierter überwachen kann. Vielen Dank für die Antwort. Was vielleicht noch interessant ist wegen der S-Bomb, wir haben das vorher gesagt mit Maschinenverordnung und so, dass der Hersteller eines Gerätes, einer Maschine, eines Produktes, wie auch immer, später dann Cyber Resilience Act dafür zuständig ist und verantwortlich ist für die Softwarekomponenten, dass die auch CE-konform sein müssen. Und dafür muss natürlich der wissen, welche Softwarekomponenten in seiner Softwarekomponente, die er bekommt, drin sind. Also lieferkettenmäßig. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass da dieser Kommunikationsaustausch existiert, weil sonst wird es gar nicht gehen. Es ist immer noch ein bisschen eine Debatte wegen Open Source, kann man auch nachlesen die letzten Wochen und Monate, weil natürlich in vielen Produkten Open Source Komponenten eingesetzt werden, die wiederum Bibliotheken haben mit Unterbibliotheken, wo man nicht nachweisen kann, woher kommt es. Und ursprünglich sollte der Ersteller von den Bibliotheken dafür verantwortlich sein, wenn da was falsch ist, wird in der Praxis in der Form nicht funktionieren. Es gibt noch keine Lösung dafür. Aber Fazit ist, man muss wissen, was ist drin und man muss reagieren können. Also da wird sich nichts dran ändern. Ich hätte noch mal eine kleine Anmerkung zu dem Thema mit wie überzeuge ich Unternehmen. Macht es vielleicht auch nicht nur im Großen, sondern im Kleinen. Fragt euren Küchenverkäufer, wie lange ich denn für mein Induktionskochfeld mit Wi-Fi-Schnittstelle Software-Updates kriege. Weil ich kann euch sagen, der guckt ganz schön blöd. Ein sehr cooler Tipp. Vor allem, weil ich das vielleicht länger als 5 Jahre betreiben möchte. Und dann kommen die und, ja, Miele, Waschmaschine, ganz toll. Und dann fragst du so, ja, Software-Updates? So. Absolut, ja. Genau so ist es, ja. Noch schlimmer wird es bei Wärmepumpen übrigens. Gleiches Bauprojekt, Wärmepumpe, wir diskutieren gerade nationsweit über Heizungsaustausch. Da werden Lebenszyklen von 20 Jahren ausgelobt. Die Ölheizung, die Replacement ansteht, hat 35 Jahre Lifecycle und wir diskutieren über 5 Jahre. Also es ist komplett hirnverbrannt, es ist komplett weltfremd. Das passt einfach nicht zusammen, die Lifecycle der Produkte und die Lifecycle der Software. Und wenn ich dann höre, dass das irgendwie 3 Personen für die Software von einem spezifischen Produkt zuständig sind, also ich weiß, wie es bei uns aussieht. Wir sind ein Baustoffkonzern. Ich weiß, wie bei uns die Software gestrickt wird. Das ist absurd. Das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Ja, es ist eine Lücke zwischen Theorie und Praxis. Du hast recht. Auch die 5 Jahre werden mal interessant zu beobachten, ob die in der Praxis wirklich viel bringen. Jetzt mal rein hypothetisch gesehen, würde man einen Sicherheitscheck beim öffentlichen Gebäude machen und würde dann rein hypothetisch gesehen die Displays an der Wand checken, wann die das letzte Mal gepatcht worden sind, dann würde man unter Umständen auch Zeit über viel länger als 5 Jahre sehen, obwohl es noch Patches gäbe. Also von dem her, ja.
Ich hatte mir die Etsy-Norm auch schon vor einer Weile angeschaut und bin auch der Meinung, das ist ein sehr gute Guideline, an die man sich halten sollte. Hast du vielleicht auch irgendwie Empfehlungen an konkreten Vorgehensweisen oder Tools oder Open-Source-Projekten, die einem dabei helfen, das einzuhalten? Weil wir stehen ja alle vor denselben Problemen eigentlich. Also müsste man sich auch irgendwie in der Umsetzung was teilen können. Guter Punkt. Also prinzipiell, die Etsy an sich ist Open Source, auch die anderen Dokumente dazu. Und die Dokumente sind gut. Es gibt auch Hilfslinien vom BSI, die haben eigentlich Tabellen, die kann man ein bisschen schöner machen. Schreib mal einfach eine E-Mail in der Hinsicht. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie geheim ist. Also kann man arbeiten, ja. Wie funktioniert das mit den Übergangsfristen? Also angenommen, ich habe ein Produkt, das 10 Jahre alt ist, immer noch maintained wird, auch noch in 10 Jahren verkauft wird und in 4-5 Jahren wird CRA aktiv. Wann brauche ich den Bepper und ja? Das ist eine berechtigte Frage. Gut, dass mir jetzt gerade die Zeit davon läuft. Ich würde sagen, kommt auf den Einzelfall drauf an. Man muss es nachweisen können. Auch das mit den 5 Jahren, das ist eine von der CAA. Die Etsy, die sagt mindestens 2 Jahre und die Etsy, die sagt, man muss selbst im Handbuch sagen, wie lange das Produkt maintained wird. Also man kann selber festlegen. Das heißt, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, 2025 verkaufe und ich sage 2 Jahre, dann ist bis 2027. Ich muss aber auch, wenn das Produkt nicht mehr weiter produziert wird, laut CRA, wenn es dann kommt, zumindest noch Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen können, 5 Jahre lang. Ob das dann ab Kaufdatum oder ab Produktionsstopp gilt, definitive Antwort weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwo nachvollziehbar dokumentiert sein muss. Dann habe ich noch was. Ich habe die Adresse übrigens gefunden. Wer sich schon mal mit Normen beschäftigt hat und irgendwie Normen kaufen musste und ist dann also zwangsläufig beim Beuth Verlag gelandet, hat einen mittleren Herzinfarkt gekriegt und sich gedacht, oh, das Zeugs gibt es auch in Estland. Und jetzt habe ich erstmal deine Webseite und dann gibt es evs.ee. Da gibt es nämlich die ganzen Normen. Ich habe selber die 61010 dort irgendwie mit Updates für 45 Euro geklickt. Der eine Teil ist Estnisch, okay. Der andere Teil ist Englisch. Und ich glaube, das können wir die meisten von uns. Also evs.ee. Da gibt es das Ganze für kleineres Geld. Coole Tipps, die man hier bekommt. Vielen Dank. Ansonsten, ich glaube, time's running up. Wir haben einen Augenblick früher angefangen, wir hören einen Augenblick früher auf. Mega vielen Dank. Ich habe persönlich total viel gelernt, mir raucht der Kopf. Ich werde das Ding noch 3-mal angucken, wir werden miteinander schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch bringt es weiter und enjoy. Freue mich, vielen Dank euch. Ja, herzlichen Sehr Dank. Gut.